So, Leute, es geht weiter mit Fallout New Vegas. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt die heutige Folge ist, die ich jetzt aufnehme und ich nachher noch rendern muss. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Überblick. Ich habe keinen Überblick, nee. Kann euch beruhigen. Bald wird das auch alles wieder ein bisschen ruhiger. Also schon. Sollte zumindest ruhiger werden. Theoretisch. Ich habe jetzt auch das Spiel angepasst an mein System. Aber ich hatte dieses, es gibt so ein Problem, wenn ein Spiel oder ob ein Programm Probleme macht, dann kann man. Zum Teufel. Dann kann man sagen, hey, das Spiel macht ja Probleme. Kümmer dich schon mal drum nach dem Motto. Dann kann man diese Probleme, hier bei Windows 10 diese Problem-Ding aktivieren. Dann kann man herausfinden, auf welches System das am besten läuft. Das Spiel stand da Windows 7 oder dem ging es auch wieder. Ja, und das ist ganz gut, weil ich habe diese teils Komplexitätsprobleme. Oh, keine Ahnung. Irgendwie so. Echt ein ganz gutes System und hier ist New Vegas. Da kommen wir ja auch noch bald rein. Müssen wir sogar bald reinkommen mit dem King. Weil der King hat uns ja einen Wunsch versprochen. Und natürlich, wenn ich einen Wunsch habe, ist es hier hin. Ganz klar. Ganz klar, weil ich habe. Das müsste richtig sein, ne? Oder? Ist das falsch gewesen? Achso, nee, ist richtig tatsächlich. Das müssen wir da hinten. Ja. Hey, helfen Sie nicht den Leuten hier in der Gegend? Der King meint, dass sie so weitermachen sollen und ich ihnen das hier geben soll. Kein Problem, danke, mache ich immer wieder gerne. Wo ist er verschwitzt, weggespawnt? Und deswegen habe ich das jetzt mal ein bisschen umgestellt, dass es hoffentlich jetzt funktioniert und ich hoffe es auch, also weil es echt ein cooles Game-Spiel ist. Es wäre echt traurig, wenn es nicht geht. Und hier auch nochmal, da deswegen, weil ich nur weiß, wie ich zocke. Ich bin ein bisschen zu gekommen. Ich glaube, ich zocke jetzt wieder mal. Also ich zocke immer mal wieder, aber irgendwie war letzte Woche halt auch geplant, letztes Wochenende halt so voll durchzustarten mit Let's Playen wieder. Hat nicht so gut funktioniert. Nein. Jetzt nicht mehr. Nur weil du es gesagt hast, nicht mehr. Hoffen wir mal, das Spiel funktioniert jetzt wieder. Das hoffe ich echt, weil das wäre. Das Atomic Wrangler erfüllt alle ihre Wünsche. Hungrig, durstig, geil, das Atomic Wrangler erfüllt alle ihre Wünsche. Ja, nee, ist klar. Darf ich so ran? Stimmt, ne? Naja, ich darf so ran. Bin ja ein Freund. Das haben die Göge. Oder? Ja, ich darf so ran. Ich darf so ran übrigens. Willkommen zurück. Haben Sie Neuigkeiten für mich oder kommen Sie nur wegen der Waffen vorbei? Ich habe das Paket wie gewünscht ausgeliefert. Und? Spannen Sie mich nicht auf die Folter. Wie haben Sie reagiert? Sie schienen erfreut zu sein und meinten, dass Sie sich melden würden. Gut, gut. Hier ist Ihre Bezahlung. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich muss noch ein paar Dinge durchdenken. Oh, John Baptiste erwähnte da eine Sache, bei der er Hilfe braucht. Ich sagte, Sie stünden zur Verfügung. Gehen Sie zu ihm, um Einzelheiten zu erfahren. Ja, wem bist du, John? Paspist? Ah, nach Ihnen habe ich gesucht. Ihr Name ist vor kurzem in einem Gespräch gefallen. Meine Schwester ist bisher sehr beeindruckt von Ihnen, ich aber nicht. Oh. Ich glaube nicht, dass Sie das Zeug dazu haben, für diese Familie zu arbeiten. Aber Sie haben okay. Glück. Ich gebe Ihnen eine Chance, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Was sagen Sie? Lust, eine Menge Geld zu verdienen? Natürlich, absolut. Nun gut, wenn wir zusammenarbeiten sollen, müssen Sie nur eines über mich wissen.
Ich halte die Dinge gerne unkompliziert. Vor kurzem haben Glory und ich ein Geschäft mit einem großen Tier vereinbart. Wir reden von mehr Kronkorken, als Sie Ihr Leben lang sehen werden. Ihre Rolle ist einfach. Um das Geschäft abzuschließen, muss ich noch etwas erledigen. Und dazu müssen Sie ein Mädchen für mich finden. Wer ist dieses Mädchen? Ihr Name ist Rose of Sharon Cassidy. Unglaublich, oder? Keine Ahnung, was Ihre Mutter sich bei diesem Namen gedacht hat. Aber ich muss mich mit diesem Mädchen unterhalten. Finden Sie sie und bringen Sie sie hierher, damit ich unter vier Augen mit ihr reden kann. Wissen Sie, wo sie ist? Scheiße, nein. Wenn ich wüsste, wo sich die Schlampe versteckt, würde ich sie wohl nicht darum bitten. Es gibt jedoch jemanden, der es wissen könnte. Die alte Alice McLafferty von der Kaminroten Karawane. Sie führt Aufzeichnungen über den Karawanenverkehr in der Mojave. Würde mich nicht wundern, wenn sie etwas über die Cassidy-Karawane hätte. Worüber? Nee, ich mach's. Ich mach's. Finden Sie sie und bringen Sie sie hierher, damit wir uns unterhalten können. Natürlich springt dabei eine dicke Prämie für Sie raus. Von mir aus. Ein bisschen unseriös, ne? Keine Ahnung, ach, was weiß ich. Ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Ich verdiene mein Geld und mache den währenddessen noch einen guten Ruf, verpasst er. Gut, eine Chance gibt dieses Spiel noch von mir. Die letzte. Weil ich habe eben noch mal, dem Ding eine Chance gegeben, dann ist in der Spiel ungefähr abgestürzt. Bei 10 Minuten, dann meine noch 10 Minuten. Das Spiel ist eben abgestürzt und ich habe noch mal. Eine Funktion habe ich noch vergessen. Das war der Steam reparieren. Und das habe ich jetzt gemacht. Wir haben Sachen, die man nicht mehr verkauft. Weil da schon mal eine fehlende Datei. Nur bei Mac and Wolves. Ich gebe dem Spiel jetzt noch genau eine Chance, dass es da funktioniert. Und wenn es jetzt nicht funktionieren sollte oder es dann nochmal innerhalb der nächsten 8 Minuten abstürzt, dann ist es natürlich, dann werde ich das LP abbrechen. Sollte das LP natürlich, sollte das Spiel natürlich innerhalb von 3 Stunden mal wieder einmal abstürzen, dann werde ich jetzt nicht gleich. Brauchen Sie was zu beißen? Dann sind Sie bei mir richtig. Ist günstig und macht satt. Was gibt's denn Feines? Üblicherweise vertragen es die Leute besser, wenn ich es ihnen nicht sage. Also was ist? Wollen Sie noch einen Nachschlag? Ich bevor Sie mir nicht sagen, woher Sie das Essen haben. Ich habe da draußen meine kleinen Helfer, die immer auf der Suche nach frischen Zutaten für meinen Eintopf sind. Sie haben sie vielleicht schon in der Gegend gesehen. So, jetzt geben Sie doch mal endlich Ihrem Hunger nach. Jetzt gerade nicht, danke. Wir sehen uns bestimmt wieder. Wieso ist das so gruselig? Red Kakerlaki. Warte, das ist Red Kakerlaki. Geht. Wenn Sie problemlos durch Freeside reisen wollen, sollten Sie einen King anheuern. Wir sind überall und niemand legt sich mit uns an. Ihre Sicherheit ist für 100 Kronkorken so gut wie garantiert. Würde ich einen Leibwächter brauchen? Freeside ist ein wenig gefährlich für Leute, die allein oder in kleinen Gruppen reisen. So etwas stellt nur das Glück auf die Probe. Sie müssen neu sein. Glauben Sie mir, das überlegen Sie sich schnell anders. Komm drauf zurück, King. Ich komm drauf zurück. Durch das Tor hier gelangen Sie direkt zum Strip. Also, ne, wenn das jetzt nochmal funktionieren sollte, dann werde ich das vergessen, das Spiel, weil ich jemals so oft abgestürzt ist. Aber ich hoffe es. Ich hoffe es jetzt echt. Also ohne Witz, das ist echt nicht mal lustig, dass es so oft scheitert. Das wusste ich nicht mehr. Okay, und das ist auch nicht mal vertretbar. Okay. Weil ich mag das Spiel echt. Und deswegen gebe ich dem Spiel auch so viele Chancen. Wenn ich das Spiel scheiße finden will, dann würde ich jetzt sagen, hätte ich schon lange gesagt, nee, danke, halt's Maul. Also wenn ich das Spiel kacke finden würde, ne? Hey, wie geht's? Hier ist der Rest der Bezahlung, die ich Ihnen in Good Springs versprochen habe. Good. Ringo, aber
Warst du nicht der, aber wer war das? War das der, den wir ja am Anfang in Goodspring, den Goodsprint hatte ich mal erwähnt, ne? Das muss ja der Tier der Tanzschüler gewesen sein, ne? Ich glaube ja. Ich bereite mich auf eine Karawane hoch nach Utah vor. Da gibt's eine Stadt namens New Canaan, die relativ wohlhabend sein soll. Die kaminrote Karawane hat in der Gegend keine Filialen, also liegt es an mir, den ersten Schritt zu machen. Ach so, okay. Was sind die Regeln für die Karawane? Das ist ein Spiel für zwei Spieler. Der Sieger bekommt den gesamten Einsatz. Man baut mit seinen Karten eine Karawane. Das Ziel ist es, Karawanengebote zu machen, die Gebote des Gegners schlagen. Es geht also mehr um Strategie als um Glück. Aha. Darum sieht man Karawane auch in keinem Casino. Es ist zu langsam und wichtiger, die Bank hat keinen Vorteil. Hier, nehmen Sie dieses Holoband. Es erklärt die Regeln genauer. Sie benötigen außerdem einen Kartensatz. Hier, einer von meinen. Also, Lust auf eine Partie? Ja, okay, doch, warum nicht? Keine Angst, ich bin kein wirklich guter Spieler. Ach so, jetzt das Spiel ist nochmal losgegangen. Okay. Wie? Wie funktioniert das jetzt hier wirklich? Howdy, mein Name ist Chet Masterson. Nicht übel. Wenn Türen hab. Hat Ihr Leben eine Wendung genommen? Wir suchen Karawanenwachen, Prospektoren, Kuriere. Wenn die. Okay. Hey, wie geht's?
Erzählen Sie mir mehr über die Camino de Caravan Company. Sie ist schon sehr lange im Geschäft und wahrscheinlich die größte Handelsgesellschaft in Kalifornien. Es gibt eine Filiale in New Vegas, aber die läuft nicht so gut. Angeblich kommt die Chefin, Alice McLafferty, bald vorbei, um den Laden umzukrempeln. Wer hat hier das Sagen? Alice McLafferty ist Chefin der Kaminroten Karawane. Sie finden sie drüben im Hauptbüro. Okay. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Gut, dann will ich Ihnen mal ganz kurz in die Aufgaben reinlesen. Gleich und gleich. Rose of Sharon, Cassidy finden sie dazu bringen, mitzukommen. Sie hat zu bringen. Na gut, wir haben genug Sprache, das sollte gehen. Willkommen bei der Karminroten Karawanen-Kompanie, Zweig New Vegas. Was kann ich für Sie tun? Ich will gerne, ich suche nach Cass. Die Van Grass haben mir gesagt, dass ich mal bei Ihnen fragen soll. Zufälligerweise suchen wir auch nach ihr. Wir haben ein Angebot, an dem sie interessiert sein könnte. Ich glaube, dass Cass häufiger mal den Mojave Outpost südlich von hier nahe der Grenze zu Kalifornien besucht. Ich würde gern über die mehr über die Kaminrote Karawane erfahren. Sicher. Was wollen Sie denn wissen? Wie lange sind Sie schon im Geschäft? Die Kaminrote Karawanen-Kompanie ist seit 130 Jahren im Geschäft und mitverantwortlich für den Fortschritt in der RNK. Hat die Kaminrote Karawane irgendwelche Konkurrenz? Nun, die Waffenschieber beherrschen den Waffenmarkt und mormonische Händler aus New Canaan kontrollieren den Großteil der nördlichen Routen. Sind Sie gut angezogen für diesen Ort? Üblicherweise kümmere ich mich um unsere Unternehmung im Hub in Kalifornien. Aber der New Vegas-Zweig bleibt zu weit hinter den Erwartungen zurück. Aufgrund der Bedingungen hier ist mir auch klar, warum. Aber das werde ich schon bald genug ändern. Kann er weiter fragen? Sprechen wir über etwas anderes. In Ordnung. Kann ich Ihnen irgendwie anders weiterhelfen? Nö, aber vielleicht Ihnen. Arbeit. Leider haben wir aktuell keine freien Stellen für Karawanentreiber oder Wachen. Aber ich bräuchte einen Boten. Ja. Klingt gut. Was muss ich tun? Geben Sie Dr. Hildern diese Rechnung. Sie finden ihn im Camp McCarran. Okay, kein Problem. Auf Wiedersehen. War mir eine Freude. Verlass dich auf mich. Ja, gut. Aber es ist noch die alte Quest da unten, ne? Gleich und gleich. Ja, gut. Gut, ja, kein Problem. Mach ich gut gern. Kriegen wir dadurch ja bessere Aufträge. Das gibt's ja, ne? Kennt man ja ganz. Ist ja auch immer so ein Ding in Videospielen. Mojave aus Außenposten. Mal gucken. Aber warum der Tai verschwunden ist in dem Spiel, das verstehe ich auch nicht. Hier ist sie, lol. Das ging ja. Hier ist sie, hier. Lol, okay. Stimmt, hier waren wir schon mal. Ja, doch, hier waren wir schon. Cool, wie man jetzt wieder alte Orte mal wieder sieht. Und mal auch was anderes als Freeside sieht. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Wäre auch doof, wenn ihr kampflos ausgeben würdet, ne? Aber es scheint jetzt zu funktionieren. Gut, dann mache ich jetzt hier mal ganz kurz einen Cut. Und ja, ich weiß nicht, wie lange die Folge ist, weil ich das ein bisschen zusammenschneide, weil ich ja da gesagt habe, ich mache nicht mal weiter. Das war nämlich eben der Plan. Und wenn es jetzt wieder funktionieren sollte, ich hoffe es. Ich mache weiter, auf jeden Fall. Bis dann. Haut rein. Tschüss.